Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar, du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es bunt ist, natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Okay, sind wir bereit fürs Malen? Wärmen wir uns mit einem Regenbogen auf. Ein Regenbogen, hä? Das ist ja eine tolle Aufwärmrunde. Ich weiß. In meiner Kramtüte habe ich bestimmt was drin. Mal sehen. Oh. Oh, hey, kleiner Kumpel. Nein. Oh, braver Junge. Danach habe ich gesucht. Bereit für etwas Magie? Schau zu, wie sich die Farben in einen Regenbogen verwandeln. Ich muss nur ein paar Kleckse machen. So, fertig. Also, fast. Schön. Nice. Dann bringe ich es mal zu Ende. Das ist doch irgendwie entspannend, oder? Man muss das nehmen, was man hat, Leute. So. Der ist ganz schön schmutzig geworden. Jetzt noch das Klebeband abziehen. Nichts ist schöner als eine saubere, glatte Kante. Ja, mach drei glatte Kanten daraus. Ah, fertig. Danke für die Hilfe. Ziemlich beeindruckend, oder? Schätze, das ist okay. Ich weiß, was zu tun ist. Hallo, soll ich das alleine machen? So hübsch. Verschwinde. Ich brauche Platz, um kreativ zu werden. Interessant. Offensichtlich. Schau zu und lerne. Hübsch mit all den Farben, nicht wahr? Warte darauf, was als nächstes kommt. Siehst du, ich arbeite auch manchmal. Und wenn das erledigt ist, habe ich wunderschönen Regenbogensand. Schau dir diese leuchtenden Farben an. Tada! Das war ziemlich genial. Oh, ich bin aber noch nicht fertig. Es wird ein kleiner tanzender Regenbogen. Das gibt ihm Persönlichkeit, findest du nicht auch? Und? Sie sind beide interessant. Weshalb ihr beide gewonnen habt. Ist okay. Bei der ersten Challenge geht es um das Menschengericht Pizza. Ich liebe Pizza. Das wird voll einfach. Da bekomme ich Hunger. Ich wünschte, ich hätte ein leckeres Stück Pizza. Ich hab's. Wie wäre es mit Pfannkuchenkunst? Ich beginne mit einem Dreieck. Fülle die Kruste aus. Pfannkuchenteig ist sowieso besser als Farbe. Ich will eine Salami-Pizza. Mit pinkem Teig mache ich ein paar Kreise. Ich möchte reichlich Belag haben. Okay, jetzt ist der Käse dran. Ich fülle das Stück um die Salami aus. Vorsichtig, damit nichts daneben geht. Ist die Seite fertig, drehe ich ihn um. Vorsichtig. Und ich bin fertig. Echt gut, oder? Essi? Das ist der Wahnsinn. Was? Du hast Pizza? Was ist los? Willst du ein Stück? Aber wie? Oh, das stinkt fürchterlich. Das gehört in den Müll. Meine Pfannkuchenpizza ist viel besser, oder?
Natürlich, Cheryl. Ich sollte lieber anfangen. Mit einem 3D-Stift kann man viel anstellen. Ich male zuerst die Outlines. Ein Dreieck zu malen ist einfach. Die Form eignet sich hervorragend. Dann male ich das Dreieck aus. Jetzt male ich den Rand aus. Aber nicht über den Rand malen. Die Basis ist geschafft. Auf jede Pizza gehört Käse. Wow, das sieht wie geschmolzener Käse aus. Eine Käsepizza. Aber es fehlt noch Belag. Ich nehme auch Salami. Die esse ich am liebsten. Da bekommt man Hunger, oder? Da möchte man doch gleich reinbeißen. Wie bitte? Wieso nur ein Stück, wenn man eine ganze Pizza haben kann? Neidisch? Cheryl gewinnt. Juhu, ich wusste es doch. Ich bin die Beste. Ein Einhorn ganz für mich allein. So süß. Aber es fehlt noch Farbe. Irgendwo hier drin sind meine Stifte. Das fühlt sich seltsam an. Die Tinte ist ausgelaufen. So kann ich doch nicht malen. Mom! Was ist los, Schatz? Guck mal. Oh, schon gut. Ich weiß, was zu tun ist. Das kriegen wir wieder hin. Zuerst wischen wir das sauber. Niemand will schmutzige Hände haben. Dann eben die Tasche. Das geht nicht weg. Kein Problem, dann bekommst du eben einen neuen. Wo ist denn mein Handy? Wow, ganz schön teuer. Alles wird wieder gut. Mal sehen, wie viel Geld ich noch übrig habe. Oh. Was machen wir denn jetzt? Oh, es bricht mir das Herz, sie so zu sehen. Moment mal, mir ist gerade eine Idee gekommen. Das könnte funktionieren. Um Flecken zu verstecken, brauchst du bunten Filzstoff. Schneide aus dem Stoff Einhornteile. Bringe an jedem Stück Kleber an. Trage den Kleber etwa so auf. Dann klebst du das Stück auf die Tasche. Klebe alle Teile fest, bis das Einhorn zu sehen ist. So versteckst du den Tintenfleck. Die Augen nicht vergessen. Zu jedem Einhorn gehören auch lange Wimpern. Ist das nicht magisch? Hallo Liebling, alles okay? Wenigstens sind meine Hände sauber. Nun ja, ich hab was für dich. Wow, ein Einhorn! Ich liebe den Rucksack, danke! Kein Problem, Liebling. Voll cool. Okay, dieser Platz sieht sehr gut aus. Ja? Die Bäume, Natur, was wollt ihr noch? Es geht los. Und ab. Ich weiß nicht. Was? Hey, hör auf, hier rüber zu starren. Als ob. Aber gut, ich stelle mich hier drüben hin. Was könnte ich malen? Bingo! Er sieht bezaubernd aus. Hoffentlich hat David ihn nicht gesehen. Ich habe ihn zuerst gesehen. Aha. Möge der beste Vogelzeichner gewinnen. Mit ein paar geschickten Kreisen komme ich dem Ziel näher. Du musst nur wissen, wo du die Linien ziehst. Nice, stimmt's? Und mit etwas Farbe kommt er noch besser zur Geltung. Gelb ist eine fröhliche Farbe, oder? Sie ist perfekt für einen fröhlichen Vogel. Und wie wär's mit etwas Grün? So ein friedlicher Farbton. Und auch etwas Blau, um die Augen zu erfreuen. Zuerst die Ränder ausmalen ist ein guter Tipp. Das rundet die Sache gut ab, oder? Fast fertig. Nur noch ein paar Striche. Und so wird's gemacht, Leute. Ein wahres Meisterwerk. Stimmst du zu? Ja, ich bin zufrieden damit. Was machst du denn? Was denn? Ich brauche eine extra Hand. Du wirst sehen, dass du nicht mehr brauchst als eine Hand. Okay, und ein paar strategisch platzierte Punkte und Striche. Siehst du schon den Vogel? Hab Geduld, gleich wirst du ihn erkennen. Diese Äste werden das Bild vervollständigen. Und hier sind seine niedlichen Füßchen. Und ein paar Blätter. Ich finde, sie machen das Bild friedlicher. Erkennst du jetzt den Vogel? Ich bin ziemlich kreativ, stimmt's? Okay, du wirst es wirklich sehen. Gar nicht mal so schlecht, oder? Oh! Wow.
schätze, beide sind ziemlich gut geworden. Lass uns den Lehrer fragen. Echt jetzt? Ich hoffe, der ist okay. Der ist nur eingeschlafen. Hey! Oh! Ihr seid schon fertig, was? Gut gemacht. Und jetzt gebt mir noch 5 Minuten. Alles klar. Wird das noch was mit unserer Challenge oder was? Aha. Oh! Gadget, verstanden? Ein Gadget? Hä? Oh, sag nichts mehr. Ich kenne da einen Typen. Oh, da ist der ja schon. Der ist so süß, stimmt's? Aber ich muss noch Anpassungen vornehmen. So geht's. Dann lass uns mal an die Arbeit gehen. Und start. Ja, ich mach das. Sehe ich da gerade richtig? Ja, er ist ziemlich toll. Ich weiß. Und jetzt zeichne, kleiner Kerl. Aber weil jeder Künstler Inspiration braucht, kommt hier deine. Denkst du, du kriegst ein kleines Kätzchen hin? Kein Problem. Du kannst dich darauf verlassen, dass er immer den perfekten Kreis macht. Erkennst du es schon? Gib ihm eine Minute, er macht das schon. Schau dir die perfekten Linien an. Was um alles in der Welt? Das finde ich nicht gut. Können Roboter wahre Kunst schaffen? Scheint so. Ah, schön. Sieht fertig aus. Und alles perfekt, siehst du? Also, bei diesem Spiel kann ich mitmachen. Ich brauche nur die richtigen Teile. Mal sehen. Ein bisschen zusammenbauen. Und fertig. Und jetzt ein Stück Plastik und ein Bild auf mein Handy. Und schwupps, schon kann ich es abmalen. Ziemlich einfallsreich, stimmt's? Einfallsreichtum kommt immer weiter. Fast fertig. Er sieht ziemlich süß aus. Finde ich. Lame. Also, wer gewinnt? Also aus naheliegenden Gründen, Naomi. Wirklich? Tja, Kreativität gewinnt immer. Ha, blöder Roboter, du gehörst in den Müll. Hast du das gehört? Nein, du bist der Müll. Ha. Was? Du hast das für mich gemalt? Soll das etwa lustig sein? Die Technik hat mich heute im Stich gelassen. Luna! Was ist? Hi! Okay, komm schon her. Ich muss aber Hausaufgaben machen, okay? Okay. Dann male ich was. So ist brav. Wow, richtig schönes Bild. Das ist ein Haus. Bin fast fertig. Ich auch. Guck mal, Luna. Was machst du denn da? Oh, oh. Oh, das wollte ich nicht. Oh nein, meine Bücher. Sorry, Wand versehen. Alles ruiniert. Guck mal. Was mache ich denn jetzt? Hey, Moment, damit könnte es gehen. Das vollgemalte Buch ist bestimmt noch zu retten. Lege ein Blatt Papier auf das Buch. Mit den Stiften malst du Muster auf das Papier. Verschiedene Farben ergeben tolle Muster. Sieht toll aus, aber es fehlt noch was. Nimm eine Plastiktüte. Und füll die Farbe rein. Und Vorsicht, damit nichts daneben geht. Klebe die Plastikfolie gut zu und lege sie anschließend auf das Buch. Dann verteilst du die Tinte. Aus dem Filzstoff schneidest du einen Rahmen für das Buch aus. Klebe den Rahmen auf die Folie. Dann kann der Spaß richtig losgehen. Das ist eine wirklich tolle Idee. Ich hab nichts gemacht, versprochen. Hey, schon okay. Guck mal, ist das für mich? Aber klar. Oh, das macht Spaß. Phew. Guck mal, ich mal viele lustige Formen. Danke, Luna.
zu viele Bäume in diesem Wald. Oh, wie spät ist es? Oh mein Gott. Mal sehen, sind alle bereit, mit dem Unterricht zu beginnen? Ha, so sieht es nicht aus. Okay, Zeit damit anzufangen. Ich habe hier Zirkel, die ihr benutzen müsst. Sie müssen einen Kreis zeichnen, der zu den Kreisen auf der Tafel passt. Okay, kommt her und nimmt einen. Fangt an zu arbeiten. Oh Mann, ich kann nicht glauben, dass wir jetzt Klassenarbeiten machen müssen. Jeder nimmt einfach einen und tut, was ich gesagt habe. Hey, Moment mal. Es gibt keins für mich. Hä? Was zum Teufel? Sie ist wieder eingeschlafen? Was soll ich jetzt tun? Das ist das Schlimmste. Wie werde ich das lösen? Wie soll ich denn jetzt einen Kreis zeichnen? Alles, was ich habe, ist dieses Lineal. Ich verstehe das nicht. Wie funktioniert das? Dieses dumme Ding funktioniert überhaupt nicht. Ich kann damit keinen Kreis zeichnen. Was zum Teufel? Jake hat einen und er weiß überhaupt nicht, was er tut. Das ist so frustrierend. Es ist so schwer zu benutzen. Oh, ich hasse das. Wow, sie hat auch Probleme. Hey, ich weiß, was zu tun ist. Ich öffne es einfach und los geht's. Geschafft. Vielleicht kann ich mit diesem Lineal etwas anfangen. Vielleicht kann ich es einfach damit verfolgen. Oh nö, das hat überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht kann ich es auch ohne Lineal zeichnen. Oh, das funktioniert nicht. Komm schon, Lineal. Ich brauche deine Hilfe. Hä? Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ich markiere alle 2 Zentimeter auf diesem Lineal bis zum Ende. Gut, jetzt stanze ich ein kleines Loch durch jeden dieser Punkte. Perfekt, ich bin bereit, dies zu versuchen. Ich lege das Lineal hin und stecke dann einen Bleistift in das mittlere Loch. Und es ist Zeit, es zu drehen. Ich springe über meinen Arm und beende die Zeichnung. Fertig, es hat total funktioniert. Oh mein Gott, du hast einen perfekten Kreis gezeichnet. Warte, sie haben mir jetzt einen Zirkel gebracht? Sehr rechtzeitig. Ich brauche etwas, das für Aufsehen sorgt. Und ich weiß, was es werden soll. Komplementäre Farbtöne sind der Renner. Aber da fehlt noch etwas. Aber was? Oh, der Ball ist so winzig. Wow, das Ding ist der absolute Wahnsinn. Mama! Oh, jetzt nicht. Okay. Aber da ist noch Farbe übrig. Damit kann ich spielen. Vielen Dank. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, ich versuche ein... Hey, wo ist meine Farbpalette hin? David, hast du sie? Entschuldigung? Schau, ich habe das gemacht. Ich nenne es Wasserpfütze. Aha. Oh, ich weiß. Du willst mit dem Gesicht malen? Versuch's mal, David. Wow, und los! Lustig, oder? Das kannst du laut sagen. Ja? Was, wenn ich meinen Finger nehme? Da kommt er. Ha! Leute, die blauen Punkte kommen. Und jetzt meine Lieblingsfarbe. Wuhu! Fertig. Mama, schau mal. Ja, das sieht doch toll aus. Aber versuchen wir noch einen Trick. Auch Symmetrie kann schön sein. Und um das zu beweisen, erstellst du selbst eine. Das ist ein schöner Schmetterling. Mit dieser Linie wird er zum Leben erweckt. Zusammen mit den Umrissen der Flügel. Und noch die andere Seite. Fertig! Bewundere diese reine Schönheit. Und das ist erst der Anfang, mein Junge. Okay, und was jetzt? Hallo da vorne. Oh, natürlich. Die nächste Runde ist Origami. Piu. Origami? Okay. Gut, dass ich immer Papier dabei habe. Das war ein Scherz. Mein Butler hat es mir gegeben. Ich bevorzuge Papier, das Wert hat. Gold ist sogar noch besser. Bitte sehr. Wow. Ist das echt? Ich mache mich lieber an die Arbeit. Also gut, fangen wir an. Es geht heiß her. Wow. Der wurde zu Gold. Aber warum nur der? Rein damit. Oh je. Ja, das läuft wie am Schnürchen. Fantastisch. Fräulein Betty,
Danke, Chef. Das ist doch unfair. Habe ich nicht auch noch ein Blatt einstecken? Es ist kein Gold, aber es reicht. Bereit für ein bisschen Magie, Kumpels? Yikes. Das Blatt ist so zerknittert. Witzig, ich weiß. Aber ich kann das ändern. Ich darf es nur nicht zu lange drauf lassen. So gut wie neu. Ist mir doch egal. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Nur ein paar gezielte Faltungen und schon ist das kein Blatt Papier mehr. Es muss dann auch noch gemalt werden. Das sieht jetzt komisch aus, aber am Ende erklärt sich alles. Erkennst du es schon? Es ist das hübscheste Mädchen auf der ganzen Welt. Hä? Warte es einfach ab, okay? Ich muss nur noch ein paar Striche ziehen. Jetzt das Gleiche auf dieser Seite. Ich klappe die Lasche um und zeichne in der Lücke weiter. So, fertig. Wenn du das sagst. Farben bitte. Und jetzt kann sie tanzen, siehst du? Ich kann all ihre Glieder bewegen. Ha! Da kann ich nicht mithalten. Oder vielleicht doch? Ich falte den oberen Rand nach vorne und dann nach hinten. Und mach das bis nach unten. Dann ziehe ich hier eine gerade Linie rein. Dann geht es so weiter. Und am Ende schließe ich das Quadrat. Erkennst du schon, was es wird? Und hier zeichne ich ein Häschen rein. Das ist total süß, stimmt's? Und es braucht auch seinen kleinen Bärenfreund. Bezaubernd, oder? Das Ausmalen nicht vergessen. Orange und Blau passen immer gut. Jetzt zu unseren tierischen Freunden. Die Farben erwecken sie zum Leben. Noch eine Sache. Und dann das Blatt zusammenfalten. Tada! Schon fertig. Oh, das wird schwierig. Aber es ist die Ballerina. Du hast gewonnen. Aber was ist mit meiner süßen Schöpfung? Wow. Was war das? Das war so lustig. Schön, dass du Spaß hast. Niemand hat etwas gemerkt. Schon gut. Ihr sollt eine Banane malen. Okay. Das ist kein Problem für mich. Bananen sind einfach. Nun wird sie umgedreht. So gehört das aber nicht. Was läuft denn hier schief? Fehlt da nicht der Stecker? Sabotage! Ups, Entschuldigung, ich muss eine Banane malen. Das wird easy peasy, aber ich lasse meiner Kreativität freien Lauf. Wow, das sieht toll aus. Zeit für etwas Gelb. Ich male die Banane aus. Diese Runde geht bestimmt an mich. Das sieht voll realistisch aus. Für die Schale benutze ich ein Dunkelgelb. Ich lasse mir Zeit. Schließlich soll es gut aussehen. Nicht über den Rand ausmalen. Fertig. Na los, du weißt, dass es gut aussieht. Ich rede nicht mit dir. Stimmt etwas nicht? Dieses Mal funkst du mir nicht dazwischen, okay? Okay, Konzentration. Ich muss Essie besiegen. Die Outline ist fertig. Nun kommt die Banane. Vielleicht sollte ich das beruflich machen. Cheryls Pfannkuchenhaus. Klingt doch gut. Halt, ich muss mich konzentrieren. Gleich fertig. Wow, das gefällt mir. Essie? Ja, weiter so. Hey. Tada. Echt schwierig. Unentschieden. Damit bin ich zufrieden. Gut gemacht. Wow. Sie ahnt nicht. Okay, Zeit, mich mit dieser Sonnencreme vor den UV-Strahlen zu schützen. Genug Blasen, Zeit, mit der Wassermelone zu spielen. So weich, ich liebe es.
Hey, Moment mal. Da drüben ist ein leerer Topf. Ich pflanze einfach meine Wassermelone in der Erde an. So, jetzt muss ich nur noch warten, bis sie gewachsen ist. Ja, das ging ja ruckzuck. Okay, diese Idee ist genial. Das mache ich. Okay, Wassermelone, Zeit, dass du in einen Baum wächst. Komm schon, du kannst das. Was zum Kuckuck macht Sunny da drüben? Egal. Wassermelone, warum wächst du nicht? Hä? Oh nein, sie sieht echt traurig aus. Ich muss sie irgendwie aufheitern. Zuerst schichte ich diesen Polymerton. Und dann kommt dieser rote Ball aus Ton. Dann rolle ich alles zusammen. Als nächstes brauche ich dieses Tool. Denn ich werde den Ton einschneiden. Ich muss nur vorsichtig sein, damit es nicht kaputt geht. Okay, ich schneide komplett durch. Ich brauche nur die Scheibe aus der Mitte. Zeit, mein Tool wieder rauszuholen, denn ich muss den Kreis in zwei Hälften schneiden. Gut, nun nehme ich diesen Teil weg. Nun ist es Zeit, ein weiteres Stück abzuschneiden. Wie einen Kuchen. Das wird echt super, wunderbar. Nun bemale ich es mit transparenter Glasur. Sehr gut, aber dieser Wassermelone fehlen noch Samen. Ich nehme einfach diese kleinen schwarzen Perlen. Wunderbar. Aber ich will nicht nur Samen, sondern eine glückliche Melone. So, jetzt hat er ein kleines lächelndes Gesicht. So süß. Sunny, ich hab was für dich. Wow, eine Kette mit einer kleinen Wassermelone und passende Ohrringe dazu? Die sind so süß. Ich liebe sie. Danke. Gern geschehen. Ich kann dich einfach nicht so traurig sehen. Hey, ich pflanze die stattdessen. Oh, was? Sunny, was? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich versuche es zu erreichen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich zu klein bin, um dieses Problem zu lösen. Ich brauche mein Federmäppchen. Mann, ich hasse es, so klein zu sein. Ich komme nicht hin. Können Sie nicht sehen, dass ich versuche, genau hier zu lesen? Okay, sie ist hier. Hi, Essie. Hallo, wie geht's dir? Oh, oh wow, du bist wirklich sehr groß. Hallo da oben. Nun, ich mag dich einfach so sehr. Wäre es okay, wenn ich dich küsse? Hallo, kannst du etwas schneller sein? Komm schon, ich bin hier unten. Gut, ich brauche dieses Megafon. Hey, du musst dich weiter nach unten beugen, um mich zu küssen. Vielleicht würde ein Ukulele-Song helfen. Nichts davon funktioniert. Moment mal. Hier drüben sind Buntstifte. Die kann ich benutzen. Ich brauche auch Flipflops. Ich werde die Gurte entfernen. Ich muss etwas Heißkleber verwenden. Jetzt kann ich einen Bleistift direkt auf das bisschen Kleber kleben und wiederholen. Okay, ich habe den Boden gefüllt. Jetzt füge ich einen in der Mitte oben hinzu. Und jetzt biege ich dieses Stück und wickle es herum. Tada! Das sind jetzt ein paar super süße Plateausandalen. Mal schauen, ob sie funktionieren. Ja, jetzt komme ich dem Kuss näher. Moment mal. Pfui, du machst wohl Witze. So lange ist es noch nicht her. Hallo, wach auf. Egal, vergessen wir einfach die ganze Sache. Hä, was? Ich bin wach. Oh, richtig, der Kuss. Ich komme. Okay, ich schätze, ich will dich immer noch küssen. Oh yeah, das Level knack ich mit links. Hm? Gibt's hier noch einen Platz für mich? Oh, da ist ein freier Stuhl. Ich quetsche mich einfach rein. Puh, endlich. Hat ewig gedauert, hierher zu kommen. Aber jetzt ist alles bereit, also Zeit anzufangen. Ich dehne mich besser nochmal, bevor es losgeht. Ach, besser. Hör auf! Ich werde dieses Dungeon besiegen und mit Sicherheit die Laufgeschwindigkeit schlagen. Was? Du glaubst, du kannst diese NSCs auf mich werfen? Nichts da, stirb! Au, was zum Teufel ist hier los? Oh Mann, ich habe den Geschwindigkeitsrekord knapp verpasst. Was? Meine Tastatur? Was ist passiert? Meine Tasten sind ja total kaputt. Oh, schaut euch nur das W an. Das war's dann wohl. Weg damit. Ich muss was anderes unternehmen, um das Problem zu lösen. Zeit für etwas Epoxidharz. Ich will es nicht überfüllen. Das macht nur noch mehr Probleme. So, alle sind aufgefüllt und getrocknet. Jetzt kann ich sie herausnehmen. Schaut nur, wie niedlich die sind. Jetzt kann ich sie auf meine Tastatur legen und die fehlenden Tasten ersetzen. Okidoki, meine neue süße Tastatur sieht echt super aus. Zeit, den Geschwindigkeitsrekord zu knacken. Noch kurz dehnen und lauf! Komm schon, du schaffst das. Gib alles schneller. Warte. Wuhu, geschafft. Rekord geknackt. Meine Glückstastatur ist der Hammer. Hey, okay, gut gemacht. Eine Runde Applaus für dich.